Flohmarkt waren echt mal cool. Ja. Da, wo ich aktuell wohne, gab es sogar öfters mal welche, also vor Corona. Da gab es dann auch echt Leute mit Ständen, die nur Games verkauft haben. Da konntest du dich echt den ganzen Tag durchwühlen. Jetzt sind es viele gewerbliche Händler, finde ich das auch. Aber man kann auch irgendwie mega einfach mal ein Gewerbe aufmachen. Ja, das habe ich mir gedacht. Oh, mein anderes Schwert ist auch kaputt. Juhu. Auch weg. Another step forward. Mehrere Level Ups. I am maturing at a rapid pace. Ja, Flame, du bist Obst. Du bist am Reifen. Die leben immer noch. Ja, Dimitri von den drei, den zwei anderen Mädels, die da noch stehen, hast du das niedrigere Level. Wenn man so vergleicht. I must keep aiming higher. Ja, wobei schwer ist mit den Kosten und Regeln, finde ich. Ich habe das Ganze vor kurzem durchgemacht, da ich ja gewisse Sachen anders brauche, zum Beispiel Buch oder Streams oder Verkauf. Ja. Stimmt, dein Buch ist ja jetzt draußen. Hab ich gesehen. Oh, der ist fast tot. Nein! Ah, oh, cool. Hau ihn weg! Das gibt's nicht! Was macht ihr denn? Etwas länger seit November, der erste Teil. Wie viele sind denn geplant? Wenn man fragen darf. Ich habe in sich ein Buch abgeschlossen. Ah, okay. Drei Teile kommen noch. Da hast du ja noch einiges vor. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg damit. Thanks. Ja, Vögelchen sind weg, ne? Ich will nicht den da. Kannst du dich zufällig heilen, oder? Dann kannst du nicht. Oh, warte mal. Oh, sie hat Heilmittel dabei. Sauf, los. Du wartest. Und dann vielleicht so andere Teile rund, um die Figuren mehr Tiefe zu geben. Dankeschön. Ach doch, ich darf nicht. Gerne. Das klingt doch alles sehr interessant. Oh Gott, ich muss neu rein. Au, au, au. Oh, daneben. Oh Gott sei Dank, Flayne hat Naira geheilt. Oh, Flayne, du bist ein Segen. Ein Segen bist du. Ach, jetzt kann ich wieder auf Stahlschwert wechseln. Warum konnte ich das eben nicht? Mobbing! Fast fertig. Ich überarbeite nur die drei Teile etwas sorgfältiger und Fehler am anderen Strich gut zu verknüpfen. Oh, du bist ja nicht schlecht. Bin ich auch fast fertig. Wäre doof, wenn wo ein Widerspruch drin ist und so. Ja. Das stimmt.
Weil man sowas ja irgendwie öfters mal erlebt. Hau drauf! Ich mach die ganze Welt im schlimmsten Fall kaputt. Ja, und das wäre nicht so gut. Auf da! Mach ihn fertig! Nimm mal Harry Potter zum Beispiel. Oh ja. Also ich liebe Harry Potter, aber da gibt es schon ein paar eigene Sachen. Du da. Ach nee, du musst ja gerade gar nicht mehr heilen, ne? Dann heil mal Dimitri bitte. Wer sich hier und dort Fehler hatte, verlor etwas den Zauber vom Inhalt her. Ja. Aber ich mag es trotzdem. Au. Au. Ich auch, aber der Zeitreiseteil ist Multiparadox. Ja. Ich glaube, sowas ist auch schwer zu schreiben. Die kommt halt auch nirgends dran. Heilen kann ich auch nicht mehr. Du kommst dran. Hose weg. Ja, er hat nochmal Lebensbalken. Ist okay. So, wenn ich die zu Naira schicke, ich glaube, dann stirbt sie. Oh oh. Okay, ich glaube, die stirbt jetzt eh. Aha, sie lebt noch. Glück gehabt. Immer eine Zeitschleife geben und es wird die erste Zeitlinie. Oh, meine Zauberin ist fast tot. Ach Mist, das wollte ich nicht. So wie im Film gezeigt wird, ist das eine etwas Schleife der Zeit. Ja. Ich habe uns genau betrachtet, ja. Ah, das kommt wieder nicht weg, okay. Wenn ich Filme gucke oder Bücher lese, versuche ich meistens nicht so viel Logik reinzubringen. Nee, das war nicht wie geplant. Wenn man irgendwie in den meisten Filmen irgendwas versucht logisch zu erklären, bricht das eh irgendwie alles in sich zusammen. Let us return. Before any more hawks or wolves join us. But what was that demonic beast doing within the Red Canyon? Yay, ich bin ein Held! Dank der Anstrengungen von Naira verbessert sich die Motivation aller Verbündeten. Reputation verbessert. Aber wie gesagt, dennoch ist es ein toller Geschichtenbund, Mann. Mag es. Ja, das stimmt. Professor, I am so glad that you are unharmed. What if something had happened to you? Dann hättet ihr halt einen neuen Lehrer bekommen. Your Highness, our instructor is safe. We should return to the monastery at once. Yes, I suppose you are right. If we stay here much longer, we are sure to be reprimanded. It is not untrue to assert that our professor led us here for battle experience. Kommt drauf an, wenn man rein Fantasy-Welt geht, ist aber wenn man es
der echten Welt ist und immer die physikalischen Gesetze beachten. Ja! Dadoo, you surprise me. And you, Professor. I hope you will tell us what brought you here. Wenn man bei so einer PRL-Story dann irgendwie die physikalischen Gesetze weglässt, dann kann man auch gleich eine Fantasy-Story schreiben. Oh dear, I put us in a bit of danger there. We are most fortunate that those delinquents followed us. You very nearly met your end. Hä, wo denn? What a marvelous professor you must be. For all your students to be so concerned. Du hast das Ende gefunden. Daran habe ich mich noch nicht gewöhnt, darauf bin ich stolz. Ja, ich bin stolz drauf. Meine Schüler. Upsi. You seem more confident in your ability to teach. Mio. But that makes sense, as you have me to help you out. Disappointing to have dived so deeply into danger and yet to have nothing to show. Und es geht los. Strange feeling. Hat jetzt diesmal tatsächlich länger gedauert, bis ich Schluck auf hatte. My memories. Do you feel them stirring? Woher soll ich fühlen, wie sich deine Erinnerungen regen? Grown stronger. And all thanks to our journey to Xanadu. It really was worth all that effort. Gut, du lebst in meinem Kopf. Ich könnte es eventuell spüren, aber ich will mal nicht weiter darauf eingehen. Stimmt, hat schon gefehlt fast. Aber nur fast. Huh? You found this? I dare say you may find a use for that. You should decide how best to use that thing. But wow, we got a lot out of this trip. It was a bother for a spell, but in the end, I feel we should think fondly of our little trip. We actually had a delightful time, wouldn't you say? Hm. No. Maximum des göttlichen Pulses erhöht. Ui. Dunkelmetall erhalten. Aber was wären meine Streams denn auch nur ohne Schluck auf? Dann wären es nicht meine Streams. Die Instruktionen für diese Woche beginnen. Bitte wähle eine Methode. Ich bestimme selbst. Oh, muss mal eben kurz einen Bot sperren. Ha! Ciao, Bot! Genau so ist das. Jeder Streamer hat ein Markenzeichen. Eben, ja. Und meins ist Schluck auf. Und Mini-Naira. So, Einzellektion. Ingrid ist fröhlich, Ingrid kriegt Einzellektion. Weil ich dringend auch mal Einzellektionen bräuchte. So, und jetzt kann ich mir fast aussuchen. Ach komm, Flame. Toll. Ach, Anna ist noch. Anna ist ja noch fröhlich. Fröhlich, Anna. Ach, gleich zwei. Interessant, ja. Oh, Luftsicherheit. So, wen brauchen wir? Ich brauche Ingrid.
Und du willst anscheinend auch. Okay, dann haut rein. Es ist schwierig, einem Kunden etwas zu empfehlen, wenn man selbst den Wert der Waren nicht kennt. Ich will ein Wissen über Schwerter vertiefen und das geht wohl am besten, wenn ich mich auf Schwerttechniken konzentriere. So, von trainiere Schwert auf Bogen und Bogenfertigkeiten auf, trainiere die Schwertfähigkeit, um zu einer Schwertkampfklasse zu wechseln. Da ich bei ihr den Bogen eh nicht benutze, ist okay. Lane wünscht dich anscheinend zu sprechen. Hast du Zeit? Habe ich Zeit? Warte, ich guck mal kurz in meinen Terminkalender. Ja, ein paar Minuten habe ich Zeit. Excuse me, Professor. May I have a moment of your time? Ja, dann wäre ich jetzt nicht hier, oder? Klar. Ah, wonderful. I was hoping you might enlighten me. About yourself, that is. Warte, über mich? You see, I happen to be quite curious about. Ich bin doch völlig normal. Well, because there is something different about you. You possess an air of mystery. Nein, ich bin völlig normal. I could not help but notice when first we met. I am intrigued to say the least. Du willst mich also stalken. I find it rather difficult to put into words. Were I to wax poetic, I would say you remind me of the sea. Have you ever been, Professor? Also ich persönlich habe das mehrmals gesehen, ja. Mehrmals sogar. So viel mehr in so viel wenig Sätzen. Ein paar Mal, ja. The sea is vast, boundless. On the surface, all seems still. Yet beneath that stillness, it is unfathomably deep. Sagt sie mir gerade, stille Gewässer sind tief? Within, it teems with life. Yet without, one is lucky to glimpse a fleeting shadow. Echt jetzt? Ja, es gab mal Zeiten, da habe ich das Haus verlassen. Krass, oder? And yet, all one must do is cast a line to grasp hold of all. Life. You cannot see it at a glance, but it is there all the same. Worüber redest du eigentlich genau? About fish, of course. Oh, bother. I got sidetracked, didn't I? Right. About the sea. Boah, hardcore. Ja. Bin so richtig tough. Waters become mighty enough to overturn even the fastest ships. Not unlike you. You are calm. You carry yourself with poise. Yet my brother was uncertain of you at first. He once referred to you as a youth of dubious origin. Oh, but please do not think ill of him. He is incredibly dedicated to his work. Ja, vor allem wenn es über dich geht. Um dich. So surely you understand why he would have doubts about one of whom he knows so little. Nobody even seems to know your age. Incidentally, how old are you? Eine Lady fragt man nicht nach seinem Alter. Oh, nach ihrem Alter, Entschuldigung. Ich weiß es selbst nicht. Ich möchte es lieber nicht verraten. Ich habe keine Ahnung, wie alt sie ist. Ich kenne das Gefühl, bin ich auch schon, also aus der Gruft gegangen. No risk, no fun eben. Ja, genau. Looking at you, it is quite difficult for me to determine. I wonder, could you be younger than your own students? Habe ich mich schon gefragt. Es wäre echt lustig, wenn ich jünger bin als meine Studenten. Immer diese direkten Fragen. Schlimm, oder? Und wie alt bist du? Me? Ja, du. Well, I am roughly the same age as the other youths. Sie will es auch nicht verraten.
Siehst aber jünger aus. Be that as it may, it is simply not the case. Oh, by the way, you should know I had actually been considering enrolling in the academy for a while. Ich sehe aber auch, glaube ich, deutlich jünger aus, als ich bin. I have endured hard times, but I am so grateful that those very experiences led to my acceptance at the academy. Oh, my apologies. I am sure you have much work to do. I will not keep you any longer. Macht sie hier einfach nach. Aber das Alter wissen wollen von anderen. Ja, schlimm, oder? Ich kann es auch direkt selber sagen. We must speak again sometime, if that would be all right. Have a lovely day. Dir auch einen schönen Tag. Nera und Flayna haben den Unterstützungslevel C erreicht. Auch ihre Motivation ist gestiegen. Also ich muss schon sagen. Neugierig ist sie, aber von sich preisgeben will sie nichts. Heutiges Ereignis, Gründungstag des Heiligen Königreichs Fergus. Im Speisesaal servieren sie ein spezielles Gericht. Gehst du hin? Ja. Essen. Yeah, you just get it, Professor. This is my favorite. So, hi, ich bin 135 Jahre und du? Zarte 25. I like this. Die Bande zwischen den dreien wurde gefestigt. Die Motivation der beiden ist gestiegen. Ich will das auch haben. Also das ganze Hühnchen ist mir zu viel, aber ich will den Rest haben. Soll ich jetzt sagen, guter Jahrgang? Ja, das klingt, als wäre ich ein guter Wein. Wir können es hinbekommen. Ja, ihr schafft das. Sure. Nice to have help for once. Pardon me, Professor. We're all done. Wobei mit 135 wäre ich, glaube ich, ein noch besserer Wein. Yeah, I'm doing.